Hallo und herzlich willkommen mal wieder hier auf meinem YouTube-Kanal. Normalerweise baut man ja solche Schaltungen, solche herkömmlichen Schaltungen als Privatmann auf so ganz handelsüblichen Lochrasterpartien eigentlich. Wenn das Ganze allerdings etwas professioneller aussehen soll oder ihr das gar verkaufen möchtet, muss man hier so eine Platine von einem Ätzwerk nehmen. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr solche Platinen, solche industriellen Platinen ganz einfach selbst bestellen könnt. Viel Spaß! Wie ihr das Ganze so bestellen könnt, solch ein Platinen-Layout anfertigen könnt und alle weiteren Infos erfahrt ihr in diesem Video. Okay, ich habe mir jetzt hier verschiedene Platinen bestellt. Wie ihr das genau hinkriegt, das werde ich euch zeigen. Ihr seht, das sind jeweils 10 Stück hochprofessionelle Platinen für eine Arduino. Hier sind auch nochmal 10 Stück. Das Besondere an denen ist, 10 Stück von solchen Platinen kosten gerade mal 2 Dollar, sprich 1,50 Euro, was extremst günstig ist, ja? Und wenn man noch hier einen kleinen Trick anwendet, kann man sogar aus einer Platine 4 Platinen machen, weil man die hier ganz einfach in 4 kleine Platinen brechen kann. Somit bekommt ihr bei JLACPCB 10-mal solche Platinen für 2 Dollar. Das sprich, wenn eine Platine 4 Unterplatinen hat, könnt ihr im Endeffekt dann, hier habe ich jetzt 4x10, 40 Platinen für 2 Dollar bekommen. So, jetzt wollen wir uns natürlich einmal anschauen, wie man überhaupt so ein Platinen-Layout zu so einem Ätzwerk bringt. Als erstes braucht ihr hier einen Schaltplan, den müsst ihr ganz normal in so einem Programm zeichnen. Ich verwende jetzt hier EasyEDA, das wird vom JLACPCB, dem Platinenhersteller, kostenlos zur Verfügung gestellt. Das ist auch relativ leicht zu bedienen. Nachdem wir unseren Schaltplan gezeichnet haben, müssen wir jetzt hier unsere Komponenten irgendwie aus so einer Platine, so einer virtuellen Platine anordnen. Ich mache das jetzt hier einfach mal demonstrativ, irgendwie so anordnen und später müsst ihr halt dann noch per Hand oder per Software die Leiterbahnen ziehen lassen. Gut, wenn ihr das Ganze dann soweit gemacht habt, sieht das Ganze so aus. Das dauert natürlich einen Moment, dafür braucht man auch ein bisschen Übung. Aber das sieht dann hier schon am PC, wie ich finde, richtig klasse aus. Wer, bevor er die Platine nochmal bestellt, die sich nochmal im 3D angucken will, da hat hier EasyEDA, dieses Online-Webseitenprogramm, auch nochmal eine super Funktion. Wir sehen hier, so sieht die Platine später aus, wenn wir die so bestellen würden, um nochmal Fehler zu korrigieren oder halt weitere Sachen da vielleicht noch zu ergänzen. So, ihr seht jetzt, das Ganze kostet ca. unter 15 Dollar, was sehr, sehr günstig ist im Vergleich zu anderen Platinenherstellern. Ja. Allerdings, wenn die noch kleiner werden, so im unter 10x10 cm Bereich, kosten die nur 2 Dollar, was echt ein super Preis ist, wenn man sich das mal überlegt. 1,50 Euro für 10 Platinen, das gibt es nirgendwo anders. Okay, wenn die natürlich jetzt angekommen sind, kann man die natürlich ganz normal wie auch herkömmliche Platinen bestücken und anschließend hier mit Lötzinn löten. Meine Platine ist jetzt hier eine Platine, wo SMD-Komponenten drauf ist. Dafür habe ich hier so eine SMD-Paste. Da muss man diese Komponenten folgendermaßen festmachen. Man macht so eine spezielle SMD-Paste auf die Pads. Anschließend legt man die ganzen Bauteile, SMD-Komponenten locker da drauf, weil die halt in Wirklichkeit auch so klein sind. Und zum Schluss nehmen wir einfach einen Heißluftföhn, eine Rework-Station. Nennt sich das. Ich habe jetzt hier einfach so einen einfachen Heißluftföhn, stellen den auf 230, 40 Grad ein und können die dann flüssig machen. Und dann sieht das auch richtig super aus, obwohl das kleinste Komponenten sind, die hier genau auf der Platine angebracht sind. Gut, auch für den Mikrocontroller mache ich das gleiche. Hier ein bisschen was von dieser Paste auftragen, drauflöten mit 260 Grad. Wir müssen allerdings bei diesem Verfahren darauf achten, dass das Ganze halt nicht überhitzt. Ihr seht nochmal, für 2 Dollar habe ich die Platine ja alle bekommen. So sieht das Ganze aus, wenn es fertig ist, und so kann es auch dann eingebaut werden. Und hier ist links nochmal die Platine, wie sie vorher war. Okay, das war es jetzt erstmal wieder von mir. Ich hoffe, ich konnte euch soweit erklären, wie man solche Platinen ganz einfach selbst herstellen kann bzw. ätzen lassen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das macht. Und wenn ihr noch eine Frage bezüglich hier zu dem Thema habt, könnt ihr mir hier unten gerne einen Kommentar schreiben. Dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal.